Gut, wer bin ich? Ich bin Burkhard, 43 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und wohne in Dortmund. Was ist mein Job? Ich bin Product Owner in IT bei Signal Iduna und verantwortlich für das Identity und Access Management. Was machen wir? Wir sorgen dafür, dass sowohl unsere Kunden als auch unsere Mitarbeiter und unsere Business-Geschäftspartner vernünftig, sinnvoll mit der Signal Iduna interagieren können. Wie bin ich zur Signal Iduna gekommen? Vor 6 Jahren war das circa. Ich habe eine neue Herausforderung gesucht und komme aus dem Finanzbereich, wollte wieder in den Finanzbereich rein, habe einen Wechsel, einen Ortswechsel vorgenommen von Frankfurt nach Dortmund. Und dann liegt natürlich Signal Iduna nah und ich habe mich auf eine Stelle beworben und wollte einfach gucken, wie läuft's, wie tickt Signal Iduna, was ist Signal Iduna. Und ich muss gestehen, ich war dann vom ersten, ja, eigentlich vom ersten Gespräch an irgendwie ein bisschen angefixt, weil damals schon klar wurde, das Unternehmen ist im Wandel, es tut sich eine Menge, war gerade ein Change-Projekt, also wurde erfolgreich abgeschlossen, es wurde nach vorne gespielt. Technologisch wurde ja also mir da gut der Rahmen aufgezeigt, und ja, deswegen war ich angefixt. Und nach zwei, drei weiteren Gesprächen war ich dann so weit, dass ich gesagt habe: Cool, da fange ich an, das mache ich. Ja, wie lange bin ich schon bei der Signal Iduna? Seit 6 Jahren. Wie verändere ich das jetzt? Also, eigentlich habe ich jeden Tag die Chance, das neu zu verändern. Also gerade in unserem Squad, in der Ausrichtung Product Owner, man ist quasi ein Stück weit Unternehmer in der eigenen Firma, und muss natürlich jeden Tag aufs Neue gucken, tun wir das Richtige, sind unsere Kunden, interne, externe Kunden, zufrieden. Wir haben eine gute Priorisierung, die wir natürlich auch permanent, ich will nicht sagen täglich, aber schon einmal in der Woche anpassen. Um wirklich zu gucken, geht es in die richtige Richtung. Ich habe viele Freiheiten, ich habe ein neues Team aufgebaut in den letzten Jahren. Und ja, so geht es weiter. Es kommen neue Themen hinzu, es kommen neue Mitarbeiter hinzu. Von daher ist es permanent im Wandel und nie langweilig. Ja. Also mein Job in drei Keywords wäre das erste Digitalisierung. Klar, wir sind in der IT und wir sorgen dafür, dass immer mehr digital läuft, dass gute digitale Angebote vorhanden sind, erstellt werden und dass das Ganze aber natürlich auch gerade aus IT-Security-Sicht also einfach abgesichert ist. Und in dem Kontext bewegen wir uns und das ist die Herausforderung der Digitalisierung der Versicherung. Zweite Schlagwort wäre Google Cloud. Wir sind da im großen Transformationsprogramm, bauen natürlich in der Kooperation mit Google viel auf und sind stark involviert, dass natürlich auch die Google Cloud abgesichert ist und dass wir wissen, wer sich wann wie wo auf der Google Cloud bewegt. Und das dritte Thema wäre einfach, klar, ich meine, wir sind in Dortmund und in Hamburg, ich würde sagen, standortübergreifend. Also, viele Jungs aus meinem Team sind in Hamburg und wir arbeiten natürlich dann viel digital zusammen. Es macht riesen viel Spaß. Wir sehen uns alle 4 Wochen in Präsenz dann auch, um einfach die nächsten 4 Wochen zu planen. Und es ist, finde ich, einen großen ja, Zugewinn, dass man einfach zwei Standorte hat, die wirklich eng zusammenarbeiten, wo man aber natürlich auch Recruiting betreiben kann. Wo sehe ich mich in 5 Jahren? Bei Signal Iduna, was mache ich in 5 Jahren? Ich hoffe immer noch spannende Sachen und neue Sachen, die nicht langweilig werden. Was zeichnet Signal Iduna für mich aus? Ich glaube, es ist so also ein bisschen auf der einen Seite so das bodenständige Signal Iduna Versicherung, ist jetzt nicht der neueste Schrei sozusagen, den es auf dem Markt gibt. Von daher ist es eine gewisse Bodenständigkeit. Viele Mitarbeiter sind lange dabei. Ja, es herrscht ein gutes
miteinander, untereinander. Und auf der anderen Seite bodenständig, aber Vollgas nach vorne. Es gibt viele Themen, die angegangen werden, gerade jetzt in der IT, also Richtung Digitalisierung, Technologiewandel. Das wird sehr stark getrieben und mit starkem Fokus einfach, ja, voran. Man geht mit starkem Fokus einfach vorneweg, hat das Ziel vor Augen und da geht's hin.